Zeine. Hat nicht geklappt oder was? Mit verlängern? Das glaube ich auch nicht. So, jetzt wollte ich aber erstmal. Scheiße. Irgendwie wollte ich was bauen, aber ich weiß nicht mehr, was ich da bauen wollte. Ja, ist die Idee leider schon wieder weg. Schauen wir mal. Bewegen kann ich mich auch nicht. Achso, ja, kann ich auch mal machen. Könnte ich eigentlich mal mit anderen. Der Move, das ist schön. Ab in den Dingensmode. Da gehen wir rein. Gut, das haben wir. Ach ja, da wollte ich nicht. Nee, gar nicht. Zwei Punkte habe ich noch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Jetzt nur gucken, was wir da basteln. Das ist ein Arschloch, da brauchst du nicht reingehen. Hey. Tja. Hast du ja auch was von mir? Richtig. Wollen wir nicht gesagt haben, ne? Ich meine, du weißt ja, was das dann, was der Spaß kostet, oder? Ja. Ist, ne? Ey, wir haben keinen Strom mehr. Nichts mitbauen, hat sich ausgebaut. Ich habe keinen Strom. Ohne Strom ist nichts bauen. Das tue ich jetzt noch ein bisschen, und irgendwann switche ich nochmal um. Vielleicht. Sehe ich auch so. Genau das sehe ich genau. Haben wir überhaupt was zum Strohfarmen? Ich glaube nicht, ne? Was denn? Wohin? Hirschi. Hirschi, okay. Ja, das 18 Plus Team, ohne Dampf keine Leistung. So, wo ist denn der Hirsch hier? Ich sehe hier noch keinen Hirsch. Ich sehe hier nur jede Menge. Ah, Spino sehe ich. Black Pegasus, Wyvern. Steht alles voll mit Wyvern, ich sehe aber keinen Hirsch. Skelettraptoren, ein Biber und einen komischen Wolf. Ja, moin. Wird aber nicht die ganze Zeit arg laufen, denke ich. Ich brauche erstmal Stroh. Davon brauche ich eine Menge. Das kann ich nicht bauen. Ach ja, ich habe ja gar keine Klamotten, wo sind denn meine ganzen Sachen? Hm.
Wieso ist denn bei mir alles weg? Bin ich gestärkt? Okay, dann muss ich mir erstmal ein neues Werkzeug bauen. In der Werkbank liegt noch genug, sagst du, ja? Doch. In der Werkbank auch. Ja, Fernglas haben wir eben noch nicht. Okay, später bauen. Ja, danke schön, danke schön. Was? Dekotasche. Das ist der Waffenschrank. Wo ist denn die Dekotasche? Hier, an dem Dekotisch. Ich sehe nur Dinos, jede Menge. Na, da. Am Dekotisch, habe ich ja gefunden. So, dann kann ich ein bisschen noch Stroh holen gehen erstmal. Ja, danke schön. Was? Ja, nochmal Dankeschön. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ja, dankeschön. Ich werde bald heiser, wenn ich jedes Mal Danke sage. Ja, hallo, darf ich? Oder willst du jetzt sitzen bleiben? Dankeschön. Ja, nochmal danke. Mann, du hast Geburtstag, wollte ich gerade sagen. Du hast heute Geburtstag, nicht ich. Gut mit dir. Ja, ist gut jetzt. Verdammt. Aber wie viel Stroh hat das Ding denn jetzt hier? Nein, noch nicht genug. Was mit euch hier eigentlich in diesem Fall kann ich ja alles klar. Kontrolle aus, dankeschön. Ja, ist ja gut, dankeschön. Meine Güte, hier ist aber los. Hier geht's ja. Bitte? Ich höre noch. Bing. Ja, bing. Ich benutze aber kein Streamlabs oder so, ich benutze das Twitch-Programm und deswegen kommt da nur Bing. Das reicht auch. So. Moin TV, moin. Wieso steigst du ab, doof? Ja, komm schon, gib Gas. Hang Gas! Flughirsch. So. Das Stroh nehmen wir schon mal mit, das ist gut. Da haben wir schon mal was. Erstmal. Für die nächsten 3 bis 5 Bauvorhaben. Ja. Oder auch Bodenplatten kannst du da aussuchen. Boah, dieser Skelettraptor steht auch im Weg. Junge, ich stehe nicht. Deine Langeweile ist jetzt vorbei. Ja, wenn du das so sehen willst. Eben wenn wir sehen. Ja. Ich brauche noch ein paar Bodenplatten. Seht ihr denn? Stehen. Ja, bin ja jetzt live. Ja. Bevor ich einschlafe. Ceiling, nein, die brauche ich nicht. Davon brauche ich welche. Brauche ich jetzt Ceilings oder brauche ich jetzt die anderen Dinge? Ich glaube, das waren Ceilings. Ich glaube, ich habe nur mit Ceilings gebaut. Ja, wir brauchen mal noch hier, was weiß ich, mal 10 Stück. Gib ihm vorher mal eine. Gib ihm Feuer, Marianne. Lass jucken. Wenn ich mich ein bisschen krank anhöre, nicht wundern. Irgendwie ist die Zeitumstellung und Erkältung irgendwie nicht ganz so meins. Hör du, das ist beim Geburtstag bei mir auch nicht anders. Meiner kann ausfallen, der fällt aus wegen Bodennebel.
Und dieses Jahr besonders. Da ist der Tag morgens um 9 schon gelaufen bei mir. So, Ceilings hatte ich gebaut, genau. Ich wollte ja hier was draufsetzen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So, und jetzt wollte ich hier rüber gehen. Sehr schön. So, mal gucken hier. Eine Rampe könnte ich auch noch bauen. Meine hat noch gar nicht richtig angefangen. Du, wie gesagt, Geburtstag kann wegen mir aus, kann ja auch ausfallen. Also ich brauche den nicht unbedingt. Ich werde nur ein Jahr älter. Macht's auch nicht besser. So. Nee, deine darf auch nicht ausfallen. Das Ding ist durch. Brauchst du gar nicht diskutieren. Warum versucht ihr eigentlich immer noch alle mit mir zu diskutieren? Was stimmt mit euch nicht? Vergesst es einfach. Hört auf mit mir zu diskutieren. Jetzt zieht ihr den Kürzeren. So, kann ich da jetzt Stufen rausnehmen? Das sieht irgendwie viel besser aus. Nee, dann lasse ich lieber die Rampe. Das sieht besser aus. So, gut. Jetzt brauchen wir noch ein paar Platten. Ich? Was? Keine Ahnung. Bau mal hier noch ein paar. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, für mich ist frei habe ich sowieso nicht, weil wie gesagt, morgens um 9 gleich einen beschissenen Termin. Der wird bestimmt sehr amüsant. Und wenn ich ganz viel Glück habe, dann passiert mir dasselbe wie dem einen, der hier auch bei uns in der Stadt gewohnt hat. Der hat da nur laut beim Rausgehen geschrien, ich schmeiße eine Bombe in euren Bunker und wurde direkt mit der Polizei abgeholt. Ja, könnte mir am Montag nächste Woche auch passieren. Die Spinner, die. So, ich muss noch mehr Platten haben. Wir brauchen noch ein paar Platten mehr. Vielleicht noch nicht. Ja, da hast du viel Erfolg dabei beim Anrufen. Mein Handy ist immer lautlos. Da hast du keine Chance, glaube ich. Das Einzige, was passieren wird, meine Uhr wird anfangen zu vibrieren und darauf reagiere ich nur selten. Da reagiere ich erst drauf, wenn der Wecker klingelt. Mein Handy ist immer aus. Also nicht aus, aber lautlos. Und daher. Kiwi ist auf dem Server. Ich habe gehört, Kiwi beehrt uns mit seiner Anwesenheit. So, warte mal, ich brauche noch 3. Dann nehmen wir 4. Das ist auch immer lautlos. Ja, kannst du ja spielen, da sagt doch keiner was. Ich habe die Neustartzeiten jetzt geändert. Um 0 Uhr ist Neustart. Und gelegentlich schmiert dieser blöde Server leider ab. Ich weiß nur noch nicht warum. Ich komme nicht dahinter. So, hier können wir jetzt ein kleines Gebäude hinbauen. Dann bräuchte ich aber noch mehr Platten, glaube ich. Ihr seid gemein. Warum sind wir gemein? Nur weil wir das Handy aus haben? Aus haben wir es ja nicht. Es ist ja nicht aus. Es ist nur lautlos. Das hat aber auch den Hintergrund, dass es bei mir lautlos ist. Weil sonst mein hässlicher Möchtegern-Vorgesetzter anruft. Das hat der schon mal drauf gehabt. Kevin habe ich hier schon ewig nicht mehr gesehen. Weiß nicht, was mit dem ist. Also wir kapseln deine Tiere jetzt wahrscheinlich ein. Zumindest sagte meine Frau dazu. Und wir kapseln die ein und dann müssen wir gucken. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt erhöht hat mit dem Strukturverfall. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir gerade noch nicht so wirklich beantworten. So, warte mal, was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir denn hier? Hier machen wir. So wirklich Plan habe ich nicht, was ich hier baue, ne? Nee, wir reißen da nichts ab. Wie gesagt, deine Tiere, die kapseln wir ein. Das ist nicht das Problem. Wir lassen das auch so lange stehen. Der Einzige, der ja hier mit auf dem Server mit drauf spielt, ist Kiwi. Und den bitte ich bitte darum, dass die Base von, ich glaube, Bad Boy heißt die, Bad Boy 00... Hm? Von was? Hobbit. Von Hobbit. Bitte nicht zu übernehmen. Lass die Base bitte so, wie sie ist.
Der kann im Moment nicht so, wie er gerne möchte. Und ansonsten ist ja hier eh keiner drauf auf dem Server. Und wenn doch, dann machen wir das anders. Dann, wenn die einer übernommen hat, dann übernehme ich mir die. Dann gehe ich bei uns aus dem Tribe raus, übernehme die und dann bleibt die bei mir. Ganz einfach, das ist nicht das Problem. Hier wird nichts weggerissen. Stroh können wir noch mal mitnehmen. Stroh mitnehmen. Steine. Nächstes, da wird nichts übernommen. Das ist ein PvE-Server, hier wird nichts übernommen. Da brauchst du wirklich kommen. Der Erste, der sowas macht, der fliegt vom Server. Also, das, was du da gebaut hast, das bleibt deins und das wird auch deins bleiben. Und wenn du wieder kannst, dann kommst du wieder rauf. Ganz einfach. So, wir bauen noch weiter. Mal gucken. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich da hinten bauen will. Ich hatte vor 2 Wochen einen Plan, jetzt habe ich keinen mehr. Jetzt ist der Plan einfach mal planlos weiterbauen. Na nun, bau schneller. So, warte mal, dann haben wir hier 2 frei. Dann gehen wir hier noch 2 ran. Genau, so dachte ich mir das. Warte mal, das ist eigentlich gar nicht so uncool. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ach, leck mich doch. Fett, das ist doch nicht wahr. Ach du, Eier brauchen wir eigentlich nicht. Wie gesagt, wir können sonst die Eier dann nachher auch bei uns im Kühlschrank deponieren. Dann bauen wir einen Kühlschrank, der wird nach dir benannt und dann kommen die da rein. Ist jetzt auch nicht das Problem. Die wollte ich aufheben. Genau, so. Die kommt wieder hin. Die kommt weg. Das kommt hin, das kommt hin, das kommt hin, das. So, noch rein. Der Swimmingpool muss ja nicht am Haus sein, oder? Ich sag, der Swimmingpool muss ja eigentlich nicht am Haus sein, ne? Hat man ja sonst auch nicht, ne? So, warte mal. Dann baue ich hier den Swimmingpool hin. Aber warte mal, dann kann ich das eigentlich abbrechen. Dann kann ich da nämlich auch mit Foundations arbeiten. Dann setze ich da drunter Foundations, genau, so macht das. Weil der Swimmingpool muss ja... Ja, wie gesagt, entspann dich, ist alles gut. Dann auch Frostig den Kopf machen, dann wird nichts verloren gehen. Wenn du wieder kannst, dann kannst du. Dauert zwar noch ein bisschen länger, das, was ich eigentlich vorhatte. Die hat im Moment ein bisschen Zeit sich verzögert, leider Gottes, tut mir auch leid, nervt mich selber. Eigentlich solltest du das Ding schon längst stehen haben, aber leider hat sich da ein bisschen was verzögert. Aber das muss, das wie gesagt, das müssen die beiden dann halt untereinander klären. Ne? Da müssen die beiden auch erstmal miteinander klarkommen. Das ist halt so eine Sache für sich. Ja, aber Kiwi ist auch nicht so der einfachste Mensch. Kiwi kann auch manchmal ganz schön anstrengend sein. Mal so mal nebenbei bemerkt. Wollen wir mal anmerken hier. Ja, wie gesagt, wenn ihr beide euch da zusammenschließen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Das ist euch überlassen. Aber da würde ich erstmal vorschlagen, lernt euch vielleicht erstmal ein bisschen kennen. Ne? Lernt euch erstmal kennen, Patrick und du, und dann guckt, ob die Chemie stimmt. Und dann könnt ihr immer noch gucken, ob ihr zusammenspielen wollt. Das könnt ihr dann immer noch entscheiden. Also bei Patrick dauert es noch eine Woche auf 2 bestimmt, denke ich mal, leider Gottes. Ärgert mich, wie gesagt, selber. Wie gesagt, musst du selber wissen, das ist eure Sache, ne? Das ist komplett euer Ding, das müsst ihr selber wissen. Leider Gottes dauert es noch eine Woche auf 2 mindestens. Das tut mir leid, Patrick, schneller geht's nicht. Nimm's mir bitte nicht übel, sei mir nicht böse deswegen. Aber wie gesagt, das, was ich dir zugesagt habe, das passiert.
Aber eben halt nicht sofort. Das kriege ich halt nicht geschissen. Ne? Nee, ein Jahr wird es nicht dauern. Da musst du dir auch keinen Kopf machen. Das wird kein Jahr mehr dauern. Was ich sage, mache ich auch. Und mich ärgert das selber, leider Gottes im Moment. Ach, come on, ernsthaft? Voll verschoben, ey. Komm her hier. So, 3, 4. Ja, doch, für mich ist es schlimm. Dass das für dich nicht schlimm ist, kann ich verstehen. Glaube ich dir sogar. Na, nur bedingt. Ich glaube es dir nur bedingt. Aber für mich ist es schlimm, weil ich bin nicht so ein Mensch. Ich gebe keine Versprechen und halte die da nicht ein. Ich habe schlechte Laune. Will. Jetzt laufe ich mal ab. Ja, nur entspann dich. Stell dich mal nicht dümmer als du bist, Junge. So wirklich. Heult er gleich rum, nur weil er mal 2 Sekunden keine Luft kriegt. Schlimm mit den Jungs. So. Wie gesagt, das ist nicht aufgehoben, also nicht aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das mache ich auch, das habe ich versprochen und das wird auch passieren. Ob du da jetzt mit einverstanden bist oder nicht, das ist dein Problem. Und wie geht mein Spruch? Wenn es dein Problem ist, kannst du es doch behalten. Wie gesagt, das ist dein Problem. Nee, Zeit lasse ich mir da nicht. Müsstest du eigentlich von meiner Frau wissen mittlerweile, dass ich da kein Mensch für bin, der sich Zeit lässt. Nur mal so nebenbei. Nächster, ja doch, vergiss es. Diskutier nicht mit mir. Warum versucht jeder Hund und Kunst mit mir zu diskutieren? Mann, ihr kommt da nicht gegen an. Hör auf damit. Das bringt dir nichts. Da kannst du dich genauso gut mit der Wand unterhalten. Mit mir zu diskutieren macht keinen Spaß, weil du verlierst eh. Frag meine Frau, sie kennt das schon. Ich streite es ja nicht mal. Ich streite nicht mal. Ich hab keinen Bock drauf. Nee, ich dreh mich um und geh. Das Ding ist Fakt, das Ding wird passieren, du wirst das Ding zugeschickt bekommen und jetzt ist gut das Teil. Fertig. Kannst du Kiwi nachfragen? Der kennt das auch schon von mir, der hat auch schon Spiele von mir geschenkt bekommen. Von uns. Er hat auch geschenkt bekommen. Wenn wir das gesagt haben, dann ist das auch so passiert. Okay. So, du gehst da bitte rein. Da will ich dich reinhaben, da will ich dich reinhaben. Hallo? Du kommst da rein, du kommst da rein. Ach komm schon, war das nötig? Nee, das Bild dauert auch nicht. Wäre natürlich günstig, wenn wir alles zusammen abschicken würden. Das Bild für deine Tochter ist schon längst fertig. Das ist nur momentan gerade so, ich will nicht 2-3 Pakete abschicken, obwohl es eigentlich sowieso 2-3 Pakete werden. Weil den PC werde ich separat verschicken, den Monitor werde ich separat verschicken und dann kriegst du das für deine Tochter und für euch kriege ich auch noch separat. Also es werden sowieso 3-4 Pakete. Hm. Ja, dann schicke ich das morgen ab, das Bild. Das ist kein Problem. Mach ich fertig oder es ist schon fertig, muss ich gucken, dass ich irgendwie was Ordentliches finde, wo ich es einpacken kann. Und dann schicken wir. Ja, kein Problem, wie gesagt. Ja, ich weiß, Kinder sind ein bisschen ungeduldig. Kein Ding, das machen wir morgen fertig. Muss ich mir nur was einfallen lassen, wie ich das am besten verschicke. Am besten wäre natürlich so ein großer Umschlag. Ach, so günstig wie möglich. Geh mir nicht auf die Nerven mit günstig wie möglich. Lass mich in Ruhe mit günstig wie möglich. Ja, aber so eine Rolle weiß ich nicht, wo ich die herkriegen kann. Dann müsste ich morgen erstmal gucken, ob die hier bei uns im Schreibwarenladen so eine Rolle haben. So eine Paketrolle. Versandrolle. Da muss ich erstmal gucken. Du kannst manchmal echt anstrengend sein, weißt du was? Ich wollte es nur mal angehen. Kannst echt manchmal anstrengend sein. Aber wie gesagt, das geht morgen raus. Ich schick's morgen los. Ich muss nur eben gucken, wie ich das so losschicke. Ja, du kannst manchmal anstrengend sein. Nimm das jetzt nicht übel. So ist er. Besonders, wenn du mit mir anfangen willst zu diskutieren. Du diskutierst mit einer Mauer bei mir. Vergiss es.
Naja, ich meine das aber nicht böse, ne? Also differenziere das jetzt bitte, ne? Wenn ich sage, du bist anstrengend, meine ich das nicht negativ. Jeder Mensch ist irgendwo anstrengend. Also, ne? Ich bin hier nicht das Walross, ne? Also lass mich in Ruhe damit. Außerdem weißt du, ich sage das, was ich denke. Ja, muss man ja mal dazu sagen, ne? Aber ich hätte noch eine andere Idee. Patrick, sag mal, kannst du, ich weiß, du bist da jetzt technisch nicht so versiert drin, aber wäre es dir möglich, dass du deine alten Festplatten ausbaust und die mir zuschickst, dann kann ich die in das neue System gleich integrieren. Wäre das möglich? Oh, ich habe noch jede Menge Komplimente. Mit Komplimenten kann ich um mich schmeißen, glaub mir. Weil dann könnte ich deine alten Festplatten gleich ins neue System integrieren. Dann hast du die gleich alle komplett drin. Dann brauchst du dich da nicht drum kümmern, weißt du, was ich meine? Nur wenn es möglich ist. Du brauchst die auch, nicht, ja, wie sollst du mir die zuschicken? Du brauchst die ohne Versand zuschicken. Oder ich schicke dir eine Versandmarke oder sowas online. Ja, das ist mir schon klar. Ich gehe morgen mal zur Post, ich frage mal, wie das möglich ist. Vielleicht kannst du die auch ohne Versand zuschicken mir, dass ich den Versand übernehme. Darum geht es ja nur. Es geht nur darum, dass ich die ins System gleich integrieren kann dann, weißt du? Dann hast du gleich alle drin. Auch deine alten Festplatten, sofern sie noch gut sind. Ich teste die durch. Und kann dann gleich mal gucken, ob man die noch integrieren kann. Das war jetzt nur eine. Naja, wie soll ich das mal formulieren? Das ist ja für dich besser, weißt du, wie ich meine? So war das gedacht. So, das ist der Swimmingpool. Wir hatten, glaube ich, in der Deko-Mod auch so ein Sprungbrett, ne? Was? Ich frage hier nebenbei noch. Was ich noch machen kann wegen dem Server. Ich bin mit Vakarian dran. Weil mich das auch nervt. Weil ich immer noch nach einer Lösung suche. Der fragt mich gerade, was der Server denn genau macht und warum er aussteigt und welche Mods wir installiert haben. Das habe ich ihm gerade alles mal so geschrieben. Weil der kennt sich wirklich aus. Mit dem habe ich doch damals auch hier den Cross-Chat gehabt. So, das wäre das Swimmingpool. Da muss ich jetzt nur noch mal was anderes gucken. Das bleibt so. Ja, ich kann nichts machen. Dann bauen wir noch eine Reihe. Dann bauen wir noch eine Reihe nach da vorne. Eins, zwei, drei, vier, ganz viele. Die baue ich bis da. Dann baue ich da ein Gartenhäuschen. Was hältst du davon? Ein Gartenhäuschen mit einem Landeplatz. Ja, und mir reicht das nicht. Weil ich weiß, wie es ist, wenn der PC verreckt ist. Das weiß ich ganz genau. Und das hat mich immer genervt, immer. Deswegen wäre es halt, wie gesagt, es wäre halt sinnvoll, ne? Es wäre halt günstig. Wenn du das nicht möchtest, ist das kein Problem. Aber dann solltest du dir halt da unten jemanden suchen bei dir, der dir die alten Festplatten noch einbaut, ne? Ich meine, ich baue dir zwar eine Festplatte ein zum Starten, eine SSD, und ich baue dir eine ein für deine Games. Aber die alten Festplatten kannst du ja trotzdem einbauen. Nur so, wenn ich das jetzt hier gemacht hätte, wäre es natürlich einfacher gewesen. Ich habe die Kabel und ich hätte das gleich alles ordentlich verpacken können. Und ordentlich anschließen können. Ne? Das wäre halt so eine Idee von mir gewesen jetzt. Warum kann ich denn immer noch nichts bauen? Ach, jetzt fehlt mir Holz. Ich brauche was zu futtern. Ist viel schlimmer.
Heute bauen wir mal unseren Wellness-Bereich. Und jetzt wird das hier schon wieder dunkel und ich gehe heulen. Das ist nicht cool. Ich will jetzt nicht humpeln. Hey, dankeschön, dankeschön, da sind wieder ein paar Puppets reingeschneit, dankeschön. So, wir wollen mal gucken. Du bekommst von mir auch eine Original-Windows-Lizenz dazu, so dass du keine Schwierigkeiten kriegst. Also von daher. Na toll. Ja, vergiss es. Patrick, wie oft jetzt noch? Ich lass mir keine Zeit. So schnell wie möglich. Ich krieg das schon hin, entspann dich. Was ich mir im Kopf gesetzt habe, das zieh ich auch durch. Das hat meine Frau jetzt auch wieder gemerkt. Sie hat bei Facebook eine Gruppe gefunden, wo jemand Painting-Bilder verkauft und ich habe gesagt, such raus. Dann hat sie sich welche rausgesucht, dann habe ich mit der Frau geschrieben. Da stellte sich raus, die hat noch 100.000 Bilder mehr. Jetzt hat sie sich mal eben locker 27 Bilder da rausgesucht. Das wird jetzt die Woche bezahlt. Und dann gehen die Bilder auf Reise. Sie wollte anfangs 11 Euro für das Bild haben. Ich habe es auf 10 Euro gedrückt. Plus noch einen kleinen Rabatt extra. Also entspanne ich. Dafür gehe ich arbeiten. Das ist der Grund, warum ich arbeiten gehe. Ich gehe nicht arbeiten für mich. Ja, vergiss es. 23 kannst du schon mal gleich knicken. Schon vorbei. Diskutier nicht mit mir. Ach, diese Diskussionen immer. Ah, die machen mich wütend. Ich kann Diskussionen nicht ab. So, jetzt muss ich erstmal überlegen hier. Was baue ich denn jetzt hier? Eigentlich würde ich ganz gerne einen Turm bauen. Mal gucken, kann ich hier was Rundes, Eckiges bauen? Eckig mäßig. Naja, ich werde nicht wütend. Wütend bin ich gestern fast geworden. FIFA 23 regt mich mittlerweile mega auf. Scheiß Spiel das. So, jetzt müsste ich erstmal gucken. Kann ich denn Runde bauen? Nee. Da hätte ich wieder dreieckige Platten bauen müssen, ne? Ah, ich mag Ark nicht. Das Bausystem von Ark ist ja cool, aber manchmal auch nervig. Wer spielt auch so ein Spiel? Was? Wer? Was für ein Spiel? Hä? Was do you mean? Auch erstmal. Ne, nicht 22, 23. Macht's nicht besser, ich weiß. Ja, ab und zu spiele ich FIFA ganz gerne, aber die FIFA-Reihe ist echt extrem scheiße geworden. Also kannst du eigentlich nur noch in die Tonne drücken. Besonders 23, das ist der letzte Mist geworden. Fasern, wo haben wir Fasern? Weißt du das zufällig aus dem Kopf? Ich weiß es nicht. Ich spiele zu selten. Und ach, 391 Stück. Das sind alle? In der Phase haben wir nicht. Ah, hier sind wir mehr. Alles gut. Im Busch. Ja, im Busch sind auch Fasern, ich weiß.